habe auch nicht vor, den Flügel abzureißen. Mein Lied ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich habe das 2001 geschrieben. Ich habe für heute Abend einen zweiten aktuellen Teil angehängt. Sie werden es dann sicherlich bemerken, wenn es etwas aktueller wird, wenn die Politikergeneration wechselt. Ja, das geht ja so schnell, ne? Mitten auf der Strecke. Super. Von Paris nach Budapest. Super. Liegt an der Eisenbahn so manches kleine Nest. In Stuttgart wird gehalten und viele steigen zu. Doch das muss künftig schneller gehen, beschloss die CDU. Denn unser Bahnhof ist ein Sackbahnhof. Und die Regierung findet Sackbahnhöfe doof, er muss nach unten. Unser Bahnhof bald verschwunden. Und auf der Steuergeld sollte unser ICE verspätet sein. Durch das Milliardenloch fahren wir es wieder rein, er muss nach unten. Unser Bahnhof bald verschwunden. Auch wenn es uns nicht gefällt, kann da ein weiteres Gutachten eventuell auf die Wut achten, die manche Bürger derart quält, dass er sogar die Linke wählt. Ich höre die Schaufenster klingen, weil der Bahnhof ist drin. Doch ist es wirklich wie noch nie, er muss nach unten. Unser Bahnhof bald verschwunden. Und auch das Steuergeld, die Banken und Versicherungen bauen schon darauf, darauf zu bauen. Herr Oettinger, Glück auf! Gruß nach Brüssel, Mappus kommt auch bald. Eventuell auf die Wut achten, die manchen Bürger derart quält, dass er sogar die Linke wählt. Ein Kraustbrechen tut sich hier stark an der Dreisten. Ich frag dich, Schuster, kannst du dir das leisten? Dieser Text, ja schon etwas älter, ich sag ihn trotzdem, denn mir gefällt er. Das Folgende ist neu und Sie werden lachen. Es gibt einen Haken und der heißt mitmachen. Wir probieren das jetzt einfach mal ungeübt, Stichwort, Sie hatten das gerade schon mal, umleiten. Es ist nun Zeit für uns zu tun, was wir nicht denken sollen, warum die oberen 10.000 nach unten wollen. Das schließt sich Stück für Stück nur wie Salamischeibe. Was Stuttgart wirklich will, das ist... Soll der Wasserwerfer warnen für die Grube im Bahn? König Mappus Lohn wird ein Sturz vom Thron. Und eines kann er sich hinter die Ohren schreiben, was Stuttgart wirklich will, das ist... Genau. Mit gönnerhaften Blicken schielen alle nach der Macht. Im Bundestag ist aufgewacht, um sich ein Stück des großen Lobbykuchens einzuverleiben. Was Stuttgart wirklich will, das ist... Nimm die Kastanien in die Hand, lass uns das Lügenpack vertreiben. Was Stuttgart wirklich will, das ist... Dankeschön, ihr seid überirdisch. Moderatorin hier alles auf.